Vor meiner ersten Radreise habe ich mich natürlich gefragt, welches Equipment brauche ich. Aber ich stellte mir auch die Frage, wie schließe ich mein Fahrrad auf dem Campingplatz an? Wohin mit den Packtaschen, wenn ich einkaufen gehe? Ja, und in diesem Video werde ich euch beantworten, wie ich das so handhabe. Außerdem habt ihr mich gefragt, was das hier für eine kleine Box an meinem Sattelrohr ist. Das ist nämlich meine Alarmanlage. Die werde ich euch vorstellen und ich werde euch auch sagen, warum ich mein Fahrrad auch noch versichert habe. Wundert euch nicht, dass mein Fahrrad etwas dreckig ist. Da ist noch Staub von meiner letzten Radreise drauf. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es sauber zu machen. Ja, nach 6000 Kilometern, da kann dann schon mal ein bisschen Staub drauf landen. Ja, das könnte Staub sein aus Deutschland, Italien, Österreich, Slowenien, Slowakei. Ja, vielleicht auch aus Kroatien oder Tschechien und ein bisschen Schweiz ist bestimmt auch dabei. Ja, aber auf die Sauberkeit kommt es nicht drauf an, sondern darauf, dass man eine tolle Reise hat. So, und jetzt aber zu meinem Schloss. Das wahrscheinlich sicherste Schloss ist bestimmt so ein Bügelschloss, aber das nehme ich nicht mit. Das finde ich zu unhandlich. Und ja, wenn ein Gegenstand, wo man das Fahrrad anschließen möchte, dicker ist als diese Bügelweite, dann funktioniert es nicht. Deswegen, das hier finde ich unpraktisch. Das hier kommt auf einer Reise nicht mit. So, stattdessen dabei habe ich so ein Kettenschloss. Das hier ist das Abus Stilo Chain, wie der Name schon sagt, besteht das aus einzelnen Kettengliedern. Die sind ummantelt hier mit so einer Stoffummantelung, damit am Fahrrad auch keine Kratzer dran kommen. Und ja, das ist fast genauso sicher wie ein Bügelschloss, aber viel flexibler. Ich habe hier die Variante mit 85 cm und damit bin ich immer gut damit ausgekommen, entweder mein Hinterrad mit meinem Rahmen einfach nur festzumachen oder auch mal das Ding hier um einen Baum zu wickeln und nur meinen Rahmen am Baum zu befestigen. Ja, was ich auf meiner ersten Radreise dabei hatte und definitiv nicht nochmal mitnehmen würde, das wäre hier so ein Schlaufenkabel. Ich habe nämlich gedacht, wenn der Baum dicker ist, dann kann ich das ja noch dran binden. Aber ja, ich habe das Ding nur einmal benutzt und ganz ehrlich, mit so einem kleinen Knipser würde man das hier ganz einfach auftrennen können. Deswegen, das hier kann ich nicht empfehlen. Am Campingplatz, da steht mein Fahrrad eigentlich immer direkt neben meinem Zelt und ich blockiere einfach das Hinterrad, damit man damit nicht wegfahren kann. Zack. So sieht das Ganze dann aus. Also wegfahren kann man damit dem Fahrrad nicht mehr, aber wegtragen ginge theoretisch noch. Und weil mein Fahrrad ein bisschen teurer war, habe ich mir hier so eine Abus Alarmbox gegönnt. Die wird hier einfach am Sattelrohr befestigt und mit einem Knopf hier eingeschaltet. Dann piept es gleich. Jetzt. Oder jetzt. Genau, das hier ist das Signal, dass die Alarmanlage eingeschaltet ist. Und wenn ich jetzt an dem Fahrrad ein bisschen doller rütteln würde, dann hört er schon, dann piept's. Und wenn ich danach dann noch weiter dran rütteln würde, dann würde der volle Alarmton losgehen. Ja, ich weiß nicht, wie laut, 120 Dezibel oder sowas. Das möchte ich jetzt den Nachbarn erstmal ersparen. Deswegen erstmal wieder deblockieren. Jetzt ist die Alarmanlage wieder abgeschaltet. Ja, und so mache ich das auch immer, wenn ich zum Supermarkt gehe. In der Regel lasse ich dann auch die Packtaschen einfach an meinem Fahrrad dran. Also wenn ich jetzt auf dem Dorf beispielsweise irgendwo einkaufen gehe, in so einem kleinen Supermarkt, da bleiben die Packtaschen einfach dran. Ich nehme dann nur meine Lenkertasche mit, da sind meine Wertsachen drin und ja, da passiert auch nichts. Angeschlossen ist das Fahrrad, jetzt noch die Alarmanlage an, das sollte dann reichen. Ja, wenn ich dann doch etwas länger einkaufen gehe, weil ich beispielsweise nicht weiß, was ich brauche oder auch in der Stadt bin, wo ich mich einfach unwohl fühle, ja, dann ist es halt so, da muss ich halt die Packtaschen doch in meinen Einkaufskorb mitnehmen. Aber das ist absolut die Seltenheit. Also ich höre da einfach auf mein Bauchgefühl und das solltet ihr auch. Und wenn ein Dieb trotzdem scharf auf eure getragene Unterwäsche oder auf euren dreckigen Trangia ist, dann muss er schon vorsichtig sein. Die Alarmanlage, die ist ja scharf. Und wenn er dann zu sehr an der Tasche rüttelt, dann piept es auch schon. Und wenn er weiter rüttelt, geht dann der volle Alarm los. Neben den Schlössern, die mein Fahrrad vor Diebstahl schützen, habe ich auch eine Diebstahlsicherung für meine gefederte Sattelstütze und meinem Brooks-Sattel, den ich ja mittlerweile schon eingefahren habe. Und die kommt von Pitlock und die ersetzt dann jeweils den Schnellspanner an der Sattelstütze. Das Ganze gibt es auch für Laufräder. Das heißt, hinten habe ich meine Spannachse
durch eine Pitlock-Achse ersetzt. Genau das gleiche vorne. Das heißt, keiner kann mir jetzt einfach mit einem Imbusschlüssel mein Laufrad wegklauen oder meine Sattelstütze mitnehmen. Was man nämlich dafür braucht, ist hier so eine Pitlock-Nuss. Die ist immer individuell gefertigt. Das heißt, ich habe da so eine Schlüsselkarte bekommen. Mit der kann ich mir dann Nüsse nachmachen lassen. Und auch wenn ich ein anderes Fahrrad beispielsweise habe und da auch wieder die Sattelstütze sicher, kann ich dann entsprechend die gleichen Nüsse sozusagen nachkaufen, die dann individuell für die Aufnahme jeweils gefertigt sind. Das heißt, mit meiner Pitlock-Nuss kann ich eure Achse nicht öffnen, also die ist halt individuell gefertigt. Zum Öffnen der Mutter braucht man dann die entsprechende Pitlock-Nuss. Die wird vorsichtig aufgeschoben, dann dreht man die ganz langsam, bis sie dann einrastet. Und dann kann man das Ganze entweder mit einer Nuss aus dem Werkzeugkasten öffnen oder auf Reise beispielsweise auch mit dem Imbusschlüssel. Der wird dann einfach durchgesteckt und dann kann man die Achse öffnen und auch wieder schließen. Wie ihr seht, Diebstahlschutz ist nicht kompliziert und ja, trotzdem habe ich mein Fahrrad zusätzlich nochmal separat über eine Fahrradversicherung abgesichert. Ja, Fahrräder sind meistens ja auch bei der Hausratsversicherung mitversichert, allerdings bei uns, wie bei den meisten anderen Hausratsversicherungen, auch nur bis zu einer bestimmten Maximalsumme und wenn dann ein Diebstahl stattfindet, dann bekommt man auch nur den Zeitwert erstattet. Mein Fahrrad ist jetzt 2,5 Jahre alt. Wer weiß, welche Versicherungssumme mir die Versicherung da vorschlagen würde, wenn es jetzt geklaut werden würde. Bestimmt jenseits weit weg vom Neupreis. Ja, das Ganze kriegt man aber nicht 1:1 nochmal genauso auf dem Gebrauchtmarkt, sondern ich würde mir dann halt ein neues kaufen. Und deswegen habe ich eine separate Fahrradversicherung abgeschlossen. Ich bin bei der Ammerländer Versicherung. Ich werde gleich ganz viel zur Ammerländer Versicherung erzählen, weil ich sehr positiv überrascht bin. Ich bin auch sehr zufrieden bei der Versicherung und die hat auch ein tolles Highlight, weswegen ich sie sehr gut finde für Radreisende. Dennoch geht es mir jetzt nicht darum, zusätzlich nebenberuflich noch Versicherungsmakler zu werden. Ja, ich habe jetzt einen Link in der Videobeschreibung drin. Über den Link könnt ihr euch weiter informieren und wenn ihr darüber eine Versicherung abschließt, bekomme ich auch eine kleine Provision. Das ist jetzt nicht weltbewegend. Trotzdem möchte ich das sagen, einfach der Transparenz halber. Mir geht es einfach darum, euch zu erzählen, wo eine Versicherung Sinn machen kann oder warum sie beispielsweise für mich Sinn macht. Dann könnt ihr überlegen, ob es auch sinnvoll für euch wäre und euch dann informieren. Und ja, vielleicht ist dann die Ammerländer genau das Richtige für euch. Warum die Ammerländer besonders gut für Radreisende geeignet ist, ist nämlich, dass man sein Fahrrad nicht an einen festen Gegenstand anschließen muss, damit es gegen Diebstahl versichert ist. Man muss das Fahrrad nur in sich verschließen. Das bedeutet, so wie mein Fahrrad jetzt hier steht, das Hinterrad ist blockiert am Rahmen durch mein Schloss. Wenn einer mein Fahrrad wegträgt, in einen Transporter mitschleppt und keine Ahnung wo landet, mein Fahrrad ist versichert und ich bekomme den Neupreis wieder. Ja, und genau aus diesem Grund kann ich die Ammerländer Versicherung für Radreisende empfehlen. Ja, sie hat viele andere weitere Vorteile, die ich einfach gut finde. Ich habe beispielsweise mein Fahrrad mit dem vollen Paket versichert. Das Ganze kostet mich 15,60 Euro im Monat. Mein Fahrrad hat ungefähr 4.500 Euro gekostet. Deswegen ist es bei mir ein bisschen mehr. Wenn euer Fahrrad günstiger ist, wird es natürlich günstiger. Und natürlich kann man auch E-Bikes versichern. Eine Option, die ich auch zusätzlich dazu gebucht habe, ist der Diebstahlschutz von allen Fahrrädern aus dem Haushalt für 3.000 Euro wert pro Fahrrad. Das bedeutet, für 34 Euro im Jahr habe ich einen Diebstahlschutz für alle Fahrräder, die wir im Haushalt haben. Das ist mein Stadtrad, mein Gravelbike, Julias Mountainbike, ihr KTM Trekkingrad und auch das Hemiway sind für 34 Euro im Jahr auch gegen Diebstahl mitversichert. Es gibt auch eine Option, dass die Verschleißkosten erstattet werden. Sind die Bremsbeläge durch? Ist der Reifen durch? Ist die Kette durch? Einfach das Fahrrad zur Werkstatt bringen, die reparieren es und die Kosten bekommt ihr dann erstattet. Was auch dabei ist, ist ein Gepäckschutz. Also klaut euch einer die Ortliebtasche mit dem Tranker und den dreckigen Schlüpfern, könnt ihr euch neue Schlüpfer kaufen. Und was auch dabei ist, was ich erstmal nicht wusste, ist der Roland Schutzbrief, der euch bei Pannen hilft. Ich habe gedacht, den werde ich nie brauchen. Ich habe mich eigentlich gut gerüstet, dass ich eigentlich keine Panne haben werde. Dennoch hatte ich mittlerweile zwei Versicherungsfälle.
In Summe wurden mir mittlerweile 460 plus 200, jetzt muss ich mal selber nachrechnen, 460 waren das, plus 255 Euro, macht 715 Euro erstattet. Und ich hatte insgesamt Kosten in den letzten 2,5 Jahren von 555 Euro. Bedeutet, ich habe theoretisch einen leichten Gewinn gemacht. Und ja, über den Pannenschutz bin ich gleich doppelt happy gewesen, weil wir hatten unsere letztjährige Radreise komplett durchgeplant und unseren Hochzeitstag wollten wir am Rheinfall verbringen. Ja, der Rheinfall wurde für uns zum Rheinfall ohne Haar. Wir sind nämlich den Donauradweg gefahren und kurz vor der Quelle, vor Donau-Esching, hat es bei mir hinten am Hinterrad laut geknallt und ich hatte einen Speichenbruch. Ja, dementsprechend sind wir nicht weiter bis zur Quelle gefahren, sondern zum Campingplatz Rietsee Camping in der Nähe. Und ja, übrigens guter Campingplatz. Und da hatte ich dann das erste Mal gelesen, ich habe einen Pannenschutz, was ist denn da mit drin? Da war eine Hotline mit drin, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar, am Sonntag also angerufen, jemanden an der Strippe dann gehabt und das Ganze dann abgeklärt und der meinte dann, nee, lass das lieber reparieren, du willst ja noch über den San Bernardino Pass fahren, du willst ja noch über den Gotthard Pass fahren, mach das lieber nicht selbst. Ersatzspeichen hatte ich nämlich dabei und irgendwie hätte ich schon hinbekommen, aber ich habe natürlich keinen Zentrierständer dabei und habe auch keinen Tensiometer dabei, um die anderen Speichen zu kontrollieren, ob da gegebenenfalls die Speichenspannung erhöht werden muss. Dementsprechend war ich froh, den Schutz da zu haben und die Unterstützung zu haben. Eigentlich hatte ich gehofft, dann am Montag einfach nach Ulm zu fahren. Da sind ja verschiedene Fahrradwerkstätten und dass mir dort dann gleich einer schnell helfen kann. Ja, in Ulm war da leider gerade das Ulmer Schwörfest. Das ist da irgendwie Feiertag, wo alles zu hat. Und dementsprechend wurde mir dann am Montag eine Werkstatt vermittelt, die in Tübingen liegt, die allerdings erst an einem Mittwoch aufmacht. Also sind wir dann erstmal mit dem Zug nach Tübingen gefahren. Hat auch übrigens die Versicherung übernommen, wie auch den Campingplatz Rietsee Camping. Und dort sind wir in ein Hotel eingecheckt. Wenn man eine Panne hat, ist es so, dass man entweder dann nach Hause gebracht wird mit dem Fahrrad und dann zu Hause einfach zur Werkstatt geht. Oder wenn man auf Reise ist, kriegt man die Hotelkosten in der Nähe von der Werkstatt erstattet. Bis zu 80 Euro am Tag waren das damals. Unser Hotel war ein bisschen teurer. Aber zumindest die 80 Euro pro Tag haben wir bekommen. Wir hätten auch eine günstigere Absteige nehmen können, aber wir hatten ja Hochzeitstag und da sollte es schon was Ordentliches sein. Also das Fahrrad am Mittwoch abgegeben, am Donnerstag abgeholt, die Kosten bei der Versicherung eingereicht und dann erstattet bekommen. Also da bin ich glücklich drüber. War halt gut gelaufen und dementsprechend, weil es halt so gut lief, habe ich gesagt, ich kann sie euch empfehlen. Und weil ich eh das Video geplant hatte, dachte ich, stelle ich euch das Ganze mal vor. Vielleicht ist es für euch auch interessant. Ob man eine Versicherung braucht, hängt auch mal von dem eigenen Sicherheitsbedürfnis ab. Jeder ist da anders. Julia ist da beispielsweise lockerer drauf als ich. Ich versichere mich gerne. Hat sich meistens gelohnt. Wenn ihr Detailfragen dazu habt, ruft gerne die Hotline an. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Da hat man meistens eine nette Dame am Telefon und die helfen einem da sehr gut weiter. Und jetzt gucken wir uns noch mal kurz die 4 Optionen per Voice-Over an, dann kann ich das Ganze noch mal in Ruhe erzählen. Meinen Link zur Ammerländer Versicherung, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr draufklickt, dann landet ihr auch schon direkt bei der Fahrradversicherung. Natürlich könnt ihr auch E-Bikes versichern. Und wenn ihr ganz nach unten herunter scrollt, dann seht ihr nämlich das größte Highlight. Das Fahrrad muss gegen Diebstahl nur abgeschlossen werden, also in sich verschlossen sein. Und das Anschließen an einen festen Gegenstand entfällt. Ihr könnt auch gebrauchte Räder versichern und es gibt die Neuwertentschädigung. Und wir spielen das Ganze jetzt anhand eines E-Bikes durch. Unser E-Bike, das ist ein gutes E-Bike, das hat 3.999 Euro gekostet. Und da sieht man dann auch schon die 4 verschiedenen Tarifoptionen. Es gibt die Classic-Variante. Der ist, oder die Variante ist ohne Rolandschutzbrief. Da ist auch schon eine erhöhte Neuwertentschädigung mit dabei, mit plus 10%. Das bedeutet in unserem Fall, wenn das Fahrrad gestohlen wird, dann bekommt man nicht nur den Neupreis wieder, sondern nochmal 10% on top. Ab der Exklusivvariante ist der Pannenschutz mit dabei und auch die einzelnen Konditionen, die werden nach rechts hin immer besser, also höhere Neuwertentschädigungen. Und bei der Excellent Plus Variante, das ist im Prinzip die Excellent Variante
mit der Fahrradunfallversicherung inkludiert. Ich denke aber für die meisten von euch, da wird die Exklusivvariante die sinnvollste sein. Die wählen wir jetzt aus. Als Vertragslaufzeit wählen wir einfach mal ein Jahr, weil wir dann flexibel sein wollen, und bezahlen wollen wir das Ganze monatlich. Dann landen wir aktuell bei etwa 7,17 Euro monatlich. Die Leistungsinhalte bei allen vier Varianten ist die Neuwertentschädigung mit dabei. Und auch wenn einzelne Teile des Fahrrades geklaut werden, wie beispielsweise beim E-Bike der Akku, dann ist auch das mit dabei. Die Reparaturkosten, die sind bei sehr vielen Fällen mitversichert. Sei es ein Unfall, sei es ein Materialfehler, also beispielsweise wenn euer Fahrrad schon außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung ist und beispielsweise der Rahmen eine Beschädigung hat, bricht oder irgendwie sowas, dann ist auch das mit versichert. Bei E-Bikes besonders wichtig, auch Feuchtigkeits- und Elektronikschäden sind da auch mit versichert. Verschleiß ist bei der Classic-Variante bis zu einem Alter von 3 Jahren versichert und ab der Exklusivvariante bis 5 Jahre. Also sind die Bremsbeläge durch, irgendwas durch, beispielsweise auch auf Reise, einfach das Fahrrad zur Werkstatt bringen, ihr bekommt die Kosten dann erstattet. Und wenn einzelnes Gepäck geklaut wird, ist das bei den ersten beiden Varianten bis zu einer Höchstsumme von 1000 Euro abgesichert, beziehungsweise 300 Euro je einzelne Sache. Ab der Exzellent-Variante sind das dann 1500 Euro beziehungsweise 500 Euro je einzelne Sache. Die Fahrradunfallversicherung, die lassen wir außen vor. Ich bin der Meinung, eine separate Unfallversicherung macht mehr Sinn. Die Kündigungsfrist ist sehr flexibel. Also ab der Exklusivvariante ist das ein Tag. Und die Vorsorge, das ist das, was ihr on top bekommt, wenn das Fahrrad geklaut wird. Fahrräder werden ja teurer. Und in unserem Fall, wo das E-Bike 3.999 Euro gekostet hat, würdet ihr dann etwa, jetzt muss ich nochmal nachrechnen, 3.000, ach, wie viel war das, Ben? Hab so gut vorbereitet, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt muss ich nochmal den Taschenrechner rausnehmen, sorry. So ist das. 3.999 Euro mal 1,15. Ihr bekommt dann ca. 4.600 Euro von der Versicherung erstattet. Ab der Exklusivvariante ist der Roland-Schutzbrief mit dabei und den schauen wir uns jetzt auch genauer an. Ihr habt eine 24-Stunden-Service-Hotline, also egal wann die Panne stattfindet, am Wochenende, Feiertag, nachts, egal, einfach anrufen, dann wird euch geholfen. Wenn es geht, dann auch direkt vor Ort. Und wenn nicht, dann werdet ihr dann zur nächsten Werkstatt gebracht oder wenn die Panne beispielsweise in der Nähe von eurem Wohnort stattfindet, werdet ihr dann nach Hause gebracht. Die Kosten werden also für die Rückfahrt übernommen und dann könnt ihr das Fahrrad dann bei eurer Werkstatt des Vertrauens reparieren lassen. Der Roland-Schutzbrief, der hilft euch auch dabei, eine Werkstatt zu vermitteln. Ihr könnt euch aber auch, wie gesagt, eine eigene Werkstatt suchen. Findet die Panne während der Reise statt, wie bei mir, dann bekommt ihr auch die Übernachtungen erstattet, bis das Fahrrad wieder reisefertig ist. So, Zahlungsweise und Vertragslaufzeit hatten wir schon ausgewählt. So, Diebstahlschutz für Familienräder. Da hatte ich bei der Szene im Garten leider etwas Falsches gesagt. Ich habe nämlich gesagt, dass Fahrräder bis 3000 Euro versichert sind. Das ist nicht der Fall, sondern was der Fall ist, ist, je Schadensfall ist die Höchstsumme 3000 Euro. Also wenn ihr beispielsweise, sagen wir mal, zwei Fahrräder im Keller habt, beide Fahrräder kosten 1600 Euro und beide Fahrräder werden geklaut, dann ist ja der Schaden sozusagen 3200 Euro. Ihr bekommt aber nur 3000 Euro von der Versicherung erstattet. Also das ist wirklich pro Schadensfall. Ist es so, dass beispielsweise ein Fahrrad für einen Wert von 1600 Euro im Januar geklaut wird und im Mai dann das andere auch im Wert von 1600 Euro, dann sind das beides einzelne Schadensfälle unter 3000 Euro und ihr bekommt in beiden Fällen die 1600 Euro von der Versicherung erstattet. Da wollte ich die Szene im Garten nicht nochmal drehen, auch weil das Wetter aktuell schlecht ist. Da habe ich es einfach so im Video unten eingeblendet und hier nochmal explizit der Hinweis, da hatte ich etwas Falsches gesagt. Wir buchen das Ganze dazu. Wir haben nämlich noch zwei Kinder und die Fahrräder der Kinder, die
kosten 1400 Euro, die wollen wir einfach mal mitversichern, zumindest gegen Diebstahl. Also fügen wir das hinzu und wir landen dann bei etwa 10 Euro monatlichem Beitrag für unser gutes E-Bike, das komplett abgedeckt ist. Und die beiden Kinderfahrräder, die wir haben, die sind dann zumindest gegen Diebstahl geschützt. Die verschiedenen Tarifoptionen, die wechseln gerne zum Januar hin. Meine Erfahrung ist, dass die mittlerweile eigentlich nur besser, besser und besser geworden sind. Das heißt, wenn ihr dann schon einen Altvertrag habt, könnt ihr gerne anschauen, welche neuen Konditionen gibt es dann ab dem jeweiligen Januar. Und dann den Vertrag entsprechend anpassen lassen. Bei mir lief das Ganze bislang immer kostenfrei, also kostenneutral. Vielleicht wird ja die Versicherung auch günstiger, dann spart ihr vielleicht auch was. Und die Optionen, die wurden halt besser. Also ganz am Anfang, als ich die Versicherung abgeschlossen hatte, gab es nicht die Option, dass man sein Fahrrad nicht an einen festen Gegenstand anschließen muss. Deswegen hatte ich mir damals halt auch die Alarmanlage angeschafft. Jetzt gibt's das. Was es auch noch zusätzlich jetzt gibt, was es früher nicht gab, ist die Fahrradunfallversicherung. Die habe ich jetzt nicht dazu gebucht, weil ich sie nicht brauche. Ich habe schon eine separate Unfallversicherung. Und da macht es für mich da keinen Sinn, die noch dazu zu buchen, obwohl sie nur vielleicht 50 Cent oder sowas kostet im Monat. Aber ich brauche es nicht. Die 50 Cent, die kann ich mir dann da sparen. Ja, und bitte, bitte, bitte schließt die Versicherung nur ab, wenn sie wirklich für euch sinnvoll ist. Schlaft da eine Nacht drüber, denkt drüber nach. Jeder hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Wenn ihr aber so eine Konstellation habt wie ich, ein tolles, teures Fahrrad im Haushalt zu haben und viele weitere günstigere, dann kann es Sinn machen, das eine Fahrrad im vollen Paket zu versichern und dann günstig die anderen mitversichern zu lassen. Und ich hoffe, ich konnte euch auch einen Überblick geben zum Thema Schlösser, zum Thema Pitlock, welche Optionen gibt es da. Und ganz wichtig, hört einfach auf euer Bauchgefühl. Ich habe mich am Anfang auch sehr ängstlich gefühlt, so mein Fahrrad da nachts alleine vorm Zelt stehen zu lassen, nicht an einen festen Gegenstand angeschlossen zu lassen. Aber mit der Zeit, mit den Nächten, die man draußen verbringt und auch mit den Supermarkteinkäufen, die man macht, dann wird man irgendwann halt gelassener. Nicht unvorsichtig oder unbedacht, aber gelassener. Hört einfach auf euer Bauchgefühl. Meistens wird das richtig liegen und ihr werdet dann schon die richtige Entscheidung treffen können. Ja. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen und sage jetzt ciao und bis bald und wünsche euch einen tollen Radreisesommer 2023.